Zu Steintreppen darf die Holztreppe auch nicht fehlen. Eine schöne Holztreppe hat alles schon mal schöner gemacht. Tom lässt mich ganz schön hängen. Wie lange braucht er denn noch? Das ist ziemlich gemein von ihm. Oh, Tommy Boy. Oh, Tommy Boy. Sag mal, was ist denn los mit dir? Ja, wirklich langsam mal kommen, ey. Jetzt wird's ja unangenehm. Oh, Tommy Boy. Wo bist du nur? Ich sehne mich nach dir. Tut mir so leid, Stream. Oh Gott. Naja. Tom macht wirklich halbe Welt. Ich dachte, du holst Wasser. Wo ist die Nigeria gerade, oder was? Kurz falsch abgebogen. nee, ich war noch kurz urinieren, deswegen. Ah, ich hoffe, du hattest deinen Kopfhörer auf. Ja, klar. Sehr gut. Kannst dich jetzt auch darauf einstellen, dass auf diesen Gesang eventuell was kommt. No! Ah ja, so. Bitte, bitte! Oh Gott, wäre das gut, Tom. Oh, das wäre so gut. Ach, kurzer Jesus. Kontext. Vielleicht kennt der ein oder andere den guten Chili Man auf YouTube. Der hat früher immer, oder ich weiß nicht, vielleicht macht das jetzt immer noch, von Gronkh immer so Best-ofs geschnitten. Und jetzt macht er seit einiger Zeit auch Musik und ist halt hergegangen und hat aus, ja, glaube ich, einen Stream von Gronkh und wie, aus Videos von Pete's Meat zu Szenen rausgesucht oder rausgepickt, wo halt immer kurz was gesungen wurde und sei es nur einen Satz und hat da halt dann Musik drum gemacht. Ziemlich, ziemlich gute Musik, muss ich sagen. Und ja, wer es noch nicht kennt, echt mal angucken, nach Chili Man suchen und zum Beispiel, wie war das? Ich glaube, das Einkaufsladenlied, zum Beispiel von Gronkh oder so. Oder Himmelblau. Da bin ich, aber Einkaufsladenlied bin ich eingepennt. Es ist auch ein gutes Lied zum Einschlafen. Nee, ist sehr, sehr guter Content, gerne mal angucken. Aber ich mache ja auch Musik so und Tom, das finde ich richtig gut. glaube, da könnte man jetzt was Besonderes machen, wenn Jan hier schon so schön singt. Oh, Tommy Boy, ich sehne mich nach dir. Wie heißt der Song dann bitte? Gott, Mochono, Alter. Schwierig. Wasser aus Südafrika, ja, dass das Nestle abgedreht hat. Das wohl da. Ja. USS. Oh nein, hör auf. Und Schono, natürlich stellt man bei solch einem Tag wie heute, also Sonntag, stellt man natürlich immer die Frage, wie geht's Ihnen so und wie viel Grad haben Sie in Ihrem Zimmer? Mir ist gerade vorhin auch ein bisschen die Hitze zu Kopf gestiegen, glaube ich. Als hol du dir mal was zu trinken jetzt. Du hast extra auf mich Das gewartet. stimmt. Ja, jetzt bin ich aber im Dekorieren. Ist auch top-notch Gameplay, übrigens. Oh, Aber Tommy Boy. die Unterhaltung muss reichen. Ach, guck. Oh, du hast Geburtstag. Ja, dann wünsche ich dir alles, alles Gute, Chono. Er hat Burzeltag. Alles, alles Gute. Alles Gute aus Bayern. Aus dem Bayernland. Alles Gute. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Jetzt. Nicht gestern, sondern jetzt. Fünfzehn. Ja, stimmt. Stimmt, du warst ja. Was du sagen darfst, Moment mal. du bist ja der Jungspund hier, ne? Moment mal. Hm? Ah so, ah okay, verstehe. Ich habe gerade Link mal mit Juno ver.
Verwechselt. Also warte mal, wie viele Klassen hast du übersprungen? Achso, weil ja Linkmund und Abi hat. Ich da, weil wir vorher geredet haben mit Abituren, also ich war so, Moment, 15 Abitur ist wild. Das wäre cool. Das wäre krass. Ja. Ja. Oh. Das ist ein schöner Eingang. Ja, kann man machen. Sagen, was man möchte. Steintüren müssen hier noch hin. Also das gibt's glaube ich nicht. Steintüren? Stein? Ja, sonst treiben sich ja Creeper. Ja, ich kann dir diese Türen mit anbieten. Das sind Massivholztüren. Massivholztüren aus Sprucewood. Die machen sich gut in seinem Kontext. Ich hätte auch gerne jetzt Abitur. Tja. Das ist wohl nicht so einfach. Ich würde gerne das Rad machen. Du kannst ein Rad schlagen? Ja. Sehr gut. Ja, ja, mach das mal, weil ich sag dir ehrlich, ich hätte jetzt keine Ahnung, wie ich sowas bauen soll. Das kann ich mir nicht aus dem Ärmel ziehen. Okay, wo hältst du das angesetzt? Auf der vorletzten Ebene, ne? Jo. Ja. Jo. Ja. Ja. Also ich weiß ja nicht, Januar, wie hast du denn das hier vorgestellt? Ja, das ist jetzt im Bau kaputt gegangen, da musst du jetzt was überlegen. Guck mal, du kannst das so machen, Jump'n'Run. Oh nee. Funktioniert das? Ja, ich krieg's nicht hin. Warte mal. Jump'n'Run wirklich hier. Ja! Nee, ist glaub nicht. Der Sprung geht nicht. Der Sprung geht nicht. Also vielleicht muss man hier. Nee, der Sprung geht nicht. Nee, achso, das ist ja Half-Slaps. Ach Mann, ey. Das sind keine Half-Slaps, aber es geht trotzdem nicht. Ah ja, moin. Ah ja, moin. Ah ja, moin. So. Dann. Jan, ich mach gerade eine. Was Einfaches. Du machst ja alles kaputt, aber du musst das den Rest hier auch reparieren, ne? Jetzt werde ich wütend. Du hast das verpfuscht. Ach so, wieder meine Schuld. Nee, lol, okay, nee, das funktioniert so nicht. Oh. Da kommt alles auf, Tom. Da kommt alles auf. Da kommt wirklich alles auf. So, Jun schreibt, im Moviepark gibt's bei uns so eine Aktion. 4-1 auf dem Zeugnis ist gleich freier Eintritt. Oh, geil. Also 3 müsste ich haben und die 4. kann ich mir gut vorstellen. Mal schauen. Ey, das wäre doch mega. Moviepark. Wo ist denn der? Einerseits eine coole Idee, andererseits ein bisschen schwierig. Naja, soll ja auch schwierig sein. Wir haben was mit lernbehinderten Kindern? Oh, ja, okay. Gut, ja. Gut, Jan, alles klar. Wenn wir jetzt, wenn wir auf der Ebene anfangen, klar. Mit deinem Whatabout zu sehen. Whatabout? Ja, ehrlich aber mal. Was ist denn mit Jean? Ja. Bottrop. Warte mal, ich habe irgendein. Boah, da wollte ich immer hin, weil da was mit SpongeBob ist, glaube ich. Da gab es immer Werbung. Ich ist Werbeopfer, war ich. Ich habe gesehen, dass da so ein Stöffel und ein Cam angemacht haben. Ist ja wild. Was machen die? Die haben Cam angemacht. Ja. Die sind jetzt nicht mehr Cam. Da. Aber Cam. Kamera. Ist Englisch. Wo? Vorhin, als sie. Ich habe im Discord gesehen, dass die Cam anhatten. Aha. Ja. Das fand ich krass. Wieso das? Weiß ich nicht. Tom, explain yourself. Ja, ich weiß nicht, ich hab die Geschichte nicht zu Ende nicht zu Ende gedacht, das war schwierig. Ich dachte, ich zieh mir einen Plot aus dem Ärmel, aber da war keiner. Helf dir mal. Ja, danke. Du kannst doch einfach die Mühle der Wind Mühle. Des Windes machen. Was hast du denn hier gebaut? 2 Minuten lasse ich dich alleine. Ja, hilft ja nix. Ja, wie hilft nix? Das muss man ja irgendwie machen. Ja, aber nie so. Warum nicht? Ja, weil das doch heselig ist. Heselig? Du bist auch heselig. Ja, jetzt bin ich hier runtergefallen, das ist gar nicht. Ganz schlimm, wenn man so redet. Also, hier. Falsche Richtung. Hier. Ich bin mir unsicher. Ihr. Im Moviepark. Und was gibt's dann so? Und sagen sie ja nicht Filme. Ist das sowas wie Bavaria Filmstudio? Oder was ist das? Filmstudio ist ziemlich läppsch gegen so einen Moviepark.
Ich war noch nie im Filmstudio, so Bavaria. Aber erstmal Fronten. Also wie cool kann was sein, wo Bayern draufsteht, das Bayern-themed ist? Oktoberfest. Bayern-Park ist schon echt für den Arsch. Ja, okay. Nee, jetzt langsam mal. Das ist aber jetzt auch, das sagst du auch nur, weil wir als verwöhnte Scheißkinder da jedes Jahr gefühlt waren. Also, jetzt nicht jedes Jahr, also, aber wir waren jetzt da, glaube ich, wir waren da schon allein mit der Schule da mindestens dreimal. Ja. Es ist ja, aber ich glaube... Ich habe mal geguckt, was es da gibt, also da musst du mich bezahlen, dass ich da hin bin. Ach, Bullshit. Komm, Jan, also das ist wieder ein Hot Take jetzt hier. Das ist echt nicht so anstrengend. Ich finde das Bayern-Theme einfach nicht so anstrengend. Ja, umziehen, sagst du? Ich mag's in Bayern, aber auf Bayern zu marketen irgendwie, weiß ich nicht. Aber ne, einfach unterschiedliche Geschmäcker. Ja, kann gut sein. Ich glaube, also Bayernpark als einmaliges Erlebnis ist schon cool. Aber klar, wenn du da alle paar Jahre hinfährst, wird es irgendwann langweilig. Das ist logisch. Ich war in meinem Legoland. Ich auch, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich war auch im Playmobilland. Ich habe beides gemacht. Ich bin... Nee, sagen wir es nicht. Das Scheißkind. Moviepark ist ein Freizeitpark wie Heidepark oder so. Also Achterbahn und so weiter. Es gibt aber auch Themenbereiche halt. Also zu Star Wars oder SpongeBob Achterbahn. SpongeBob! Man muss hier gucken, muss in SpongeBob rein. Boah, hier so Star Wars Celebration oder so, das wäre doch auch mal was. Die war ja jetzt erst. Echt? Ja, in Anaheim. Das war ja May the 4th, ne? Ja. Ich glaube schon, oder? Dass das da war. Wo ja auch ein Trailer, glaube ich, gezeigt wurde zu einer Ahsoka-Serie und so. Ganz wild. Gut. Nee, warte mal. Machen wir wieder Tag. Ich bin gerade überlegen, wie baue ich das jetzt raus? Geht sich das jetzt hier aus? Mussten vier, also entweder zwei breit und eins hoch oder halt so ein 2x2 Ding rausbauen. Damit es halt mittig ist, weißt du, was ich meine? Ja, ich wollte eigentlich so ein 1er Ding, aber das geht ja nicht. Ja. Leider nicht. Dann sag ich dir, wie es ist. Ist jetzt die Frage. So. Quasi der Dreh- und Angelpunkt quasi hier. Ist er dann so sowas? Hätte ich jetzt gesagt. So ein 2x2-Teil. Und von da aus dann quasi. So drei Blöcke raus, würde ich sagen. Wie drei Blöcke raus? Wie meinst du das? Ich hätte jetzt angefangen, den hier zu machen. Ah, das ist ja ein bisschen nah. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Sorry. Okay, der ist weg. Ist 3 nicht ein bisschen viel schon? Nee, ja, lass bleiben. Bleib bei 2 und mach dann. Warte, ich komme mal zu dir nach oben. Jo. Nee, hört sich cool an mit dem Moviepark. Also, ich freue mich auch schon voll auf nächste Woche, ey. Das wird wieder so geil. Das wird mutterfickend gut. Oh Gott. Ja, ist noch nicht nach 22 Uhr, ne? Oh Scheiße, das darf man doch nicht. Doch. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Als ob ich mich mit Twitch auskenne, ich stream hier nur. Darf doch irgendwo so ein Stay, darf das auch. Dann würde ich hier vielleicht anfangen, die Blätter rauszumachen, oder? Die Blätter. Ja. Die Bladel. Bladel. Junge, jetzt haben wir hier 3 verschiedene Leitern, ey. Es ist nicht auszuhalten. Ah, Tinnitus! Was habe ich das verdient? So. Und dann einfach in so einem Dreiergestrüpp raus, oder? Hätte ich gesagt. Ich guck gleich von unten. Warte mal, das habe ich jetzt, glaube ich, falsch gemacht, oder? Das kriegt mein Kopf gerade nicht hin. Nee, das war falsch. Oder? War das falsch? Nee, eigentlich soll es passen. Ich guck gleich. Nee, Waffe. Oder? Ich weiß es nicht. Ich gucke. Brauch auch immer noch Wasser, ne? Ich glaube, das war falsch. Wasser? Achso, ja, hol dir halt jetzt endlich. Das kann ja nicht wahr sein. Ja, jetzt guck ich erst und dann hol ich Wasser.
Aber ekelhaftes Badezimmerwasser.